Dieser alte PC war 2010 mal schnell wie ein Projektil. Doch nach jahrelanger Nutzung und zahlreichen Windows-Updates ist er zum Arbeiten nicht mehr geeignet. Es dauert ganze 10 Minuten, bis er nach dem Start wirklich arbeitsbereit ist, obwohl schon eine SSD nachgerüstet worden ist. Wie ein wenig Wartungsarbeit und die Installation von Windows 11 diesen Computer vor dem Verstauben in einem Dachgeschoss bewahrt haben, zeige ich in diesem Video. Dieser Medien-PC, dem ich wegen meiner Vorerfahrung erstmal skeptisch gegenüberstehe, wurde nach der Neuanschaffung eines anderen Computers ausgemustert und mir zur Verfügung gestellt. Und nun konnte ich ein wenig damit experimentieren. Nach dem ersten Start lief der Rechner zwar, aber es dauerte Ewigkeiten, bis Windows 7 hochgefahren war. Die zahlreichen Anwendungen, die automatisch beim Anschalten mitgestartet werden, haben den PC extrem langsam werden lassen. Doch auch ein Update-Stau bei Windows hat dazu beigetragen, dass man mit diesem Computer nicht einmal mehr E-Mails bearbeiten will. Weil ich keine Daten retten musste, habe ich mich kurzerhand entschlossen, das Gehäuse, das Netzteil und die Kühler von CPU und GPU einmal gründlich zu entstauben und neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor zu verteilen. Das dauert circa eine halbe Stunde und macht den Computer leiser und langlebiger. Nach der Wartung habe ich Windows 11 über einen 32 GB USB-Stick installiert, da der Computer mit seinem Athlon-Prozessor von 2010 eigentlich nicht unterstützt wird, habe ich das Tool Rufus. Es muss eine neuere Version sein ab 3.17 und eine Windows 11 Image-Datei kostenlos heruntergeladen. Im Programm wählt man zunächst das Laufwerk mit dem USB-Stick aus, danach muss man die Image-Datei einbinden. Und dann bei den Abbildeigenschaften NoTPM und No Secure Boot auswählen. Dadurch werden die hardwareseitigen Einschränkungen für die Windows 11 Installation deaktiviert, sodass auch alte Computer damit ausgestattet werden können. Außerdem solltet ihr noch das Partitionsschema auf MBR, also Master Boot Record, umstellen, wenn euer PC noch ein richtiges BIOS hat. Wenn ihr UEFI habt, was ab ca. 2015 zum neuen Standard geworden ist, dann könnt ihr auch GPT auswählen. Zuletzt dürft ihr dem USB-Stick noch einen eigenen Namen geben, wenn ihr das wollt, und abschließend den Flash-Vorgang starten. Vom USB-Stick boote ich Windows 11 und installiere es. Als Key verwende ich einen alten Windows 7-Code, mit dem sich auch das neueste Windows aktivieren lässt. Es läuft reibungslos und nach nur 20 Minuten funktioniert der PC. Und wie er läuft? Überraschend gut, obwohl er nur 4 GB RAM hat. Bei Gelegenheit wird hier auf 8 GB aufgerüstet. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, sollte man die Performance eines PCs danach beurteilen, was man eigentlich damit machen will. Der Gebrauch bestimmt die Qualität. Mit diesem Computer kann man zum Beispiel noch sehr gut Videos streamen, Musik hören, alte Spiele zocken, Office-Arbeiten erledigen und jetzt auch wieder E-Mails checken und bearbeiten. Außerdem ist der PC mit den aktuellsten Updates natürlich auch sicher und unterstützt die neueste Software, wenn man beispielsweise sein Online-Banking in einem sicheren Browser durchführen möchte. Ich starte das Programm Speccy und sehe, was eigentlich alles im Rechner steckt. Ein AMD Athlon 2 Prozessor X4640, 4 GB DDR3 RAM, ein Medion MS7713 Mainboard, eine Radeon HD 6450 Grafikkarte und eine 250 GB große SSD Festplatte sowie eine 1,5 TB HDD Festplatte. Zur Sicherheit führe ich einen Festplattenwipe durch, damit die privaten Daten vom Vorbesitzer auch privat bleiben. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Ich benutze hier noch eine alte Version des CC Cleaners, den man heute aber nicht mehr empfehlen kann, weil er im Grunde Schadware ist. Wie
Immer interessiert mich auch das Ergebnis eines Performance-Tests, um den Computer mit anderen Systemen, an denen ich gearbeitet habe, zu vergleichen, wie zum Beispiel mit meinem aktuellen PC. Das Video dazu findet ihr oben. Es ist geil zu sehen, wie gut die alte Gurke von einem PC nun mit Windows 11 läuft. Tatsächlich läuft das System so gut, dass ich es wieder zurückgeben möchte. Aber der Vorbesitzer hat ja nun schon einen neuen PC. Daher wird dieser Rechner wieder für kleines Geld bei eBay verkauft, um ihn zurück in den Verwendungskreislauf zu bringen. Für den Müll oder das Ausschlachten ist er noch zu schade. Daher auch die Empfehlung, kauft gebrauchte Geräte. Das schont die Umwelt und das Portemonnaie. Insbesondere für die älteren Generationen, die einen Computer nur in den Grundfunktionen verwenden, reicht so ein alter Rechner vollständig aus. Außerdem sieht man ja in diesem Video, dass man recht leicht sogar Windows 11 installieren kann, das auf diesem alten System eine gute Figur macht. Was denkst du? Sollte man solchen alten Geräten eine Chance geben? Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo und ein Like da. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.